Ich bin planlos oder Delta Mike 7, Delta Sierra von der Chaoswelle oder dem D23, Freunde des CCC. Ich erzähle euch ein bisschen was über DMR im Amateurfunk oder auch beziehungsweise mit der Bedienung des Brandmeister-Netzwerkes. Ich will das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, nach den Slides einfach fragen. Wenn die Frage sich auf was Späteres bezieht, werde ich das dann verschieben. Aber ich will jetzt nicht groß noch die Fragen sich anstauen lassen. Also einfach Hand heben, wer Fragen hat, dazwischen quatschen. So, das ist die gedachte Agenda. Erstmal so ein bisschen Basics, Brandmeister, dann den CPS-Programmer ein bisschen vorstellen und dann, was ich damit gebastelt habe. Das ist auch je nach Interessenslage, wenn ihr sagt, ah, der CPS-Programm und das Codeplug interessiert mich nicht, wir wollen ein bisschen mehr auf die Basics eingehen oder auf den Brandmeister. Ich richte mich dann nach euch. So, erstmal, was ist überhaupt DMR? Digital Mobile Radio. Bisschen trockene Theorie, das ist ein ETSI-Standard, das ist die European Telecommunications Standard Institute, nach der Richtlinie 300/113/2. Das ist Tier 2. Es gibt noch zwei weitere Tiers. Die erkläre ich gleich nochmal. Wir betreiben das Ganze im Direct Mode oder im Repeater Mode. Aus dem FM-Bereich kennt ihr das Simplex oder Duplex. Ganz grob verglichen. Wir haben eine Kanalbandbreite von 12,5 Kilohertz. Und hauptsächlich nutzen wir das 70 cm Band im Amateurfunkbereich. Also ich würde sagen, 90% der Repeater laufen auf 70 cm. Es gibt eine Handvoll, die laufen auf 2 Meter, aber die wenigsten. Um im Brandmeisternetz, also allgemein im DMR, teilnehmen zu können, brauche ich eine persönliche Rufnummer sozusagen. Die wird mir vergeben von verschiedenen Amateurfunk-Kollegen. Es gibt eine Seite, die habe ich auch in den Links verlinkt. Da beantragt man seine Nummer. Das ist auf Basis des Mobile Country Codes. Deutschland jetzt 262 oder 263 kennt man so aus dem SIM-Kartenbereich oder aus dem Telekommunikationsbereich. Das ist diese ITO E212 Standard. Die DMR-Repeater sind in der Regel per IP-Side-Connect miteinander verbunden, und zwar jeder zu dem Master, und von dort aus sternförmig hängen die anderen Repeater dran. Das ist so das IP-Netz, was sich dahinter verbirgt. Was ist jetzt nicht Amateurfunk DMR? Das sind Tier 1 und Tier 3. Das verbirgt sich auch unter dieser ETSI-Norm. Tier 1 ist DPMR, das ist PMR auf Digitalbasis, das ist im FDMA. Ich erkläre gleich noch, was das ist. Und es gibt hier drei, das ist der Trunk Mode. Das ist im Prinzip das Pendant zu Tetra. Man hat da versucht, ein Tetra-Gegenstück zu bauen. Das ist der Bündelfunk. Das nutzen wir im Amateurfunk nicht. So, ich habe eben was von FDMA gesagt. Wir nutzen aber TDMA. Time Division Multiple Access. Das heißt, wir senden in zwei verschiedenen Timeslots, die jeweils 30 Millisekunden lang sind. Das heißt, in dieser 12,5 Kilohertz breiten Spur haben wir 30 Millisekunden pro Timeslot. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät auf Timeslot 1 aktiviere, dann sendet er diese roten Blöcke, und ich kann gleichzeitig auf der gleichen Frequenz mit 30 Millisekunden Versatz im Timeslot 2 ein paralleles Gespräch führen. FDMA funktioniert wie analoger Funk. Ich habe einen Träger, der durchgängig ist. Das heißt, das Signal belegt die komplette Kanalbandbreite und kann auch nur ein Kanal, ein Gespräch, während ich spreche jetzt, führen. Hier halt zwei. Wichtig. Es gibt recht günstige Geräte. Oh, da habe ich ja vergessen, die Bezeichnung des Gerätes zu verpixeln. Ups. Diese senden im Timeslot-One-Repeater-Mode. Fragt man sich. Das Problem dabei ist,
die senden auf im Repeater-Mode, also wenn ich jetzt eine Repeater-Frequenz, also mit Shift eingestellt habe, gleichzeitig in Timeslot 1 und 2. Ich gehe davon aus, ich sende jetzt in Timeslot 1 und der Kollege, der die ganze Zeit auf Timeslot 2 gesendet hat, wundert sich, warum er auf einmal nichts mehr hört, weil ich damit zudrücke. Es ist ein bisschen Werbe-Blabla gewesen, um das Gerät zu verkaufen, von wegen Akkulaufzeit viel länger und sowas. Also ich würde sagen, lasst die Finger davon. Weg damit. Wenn ihr ein Gerät kaufen wollt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit der 4800er Serie von Motorola anfangen, die X-geschützt ist. Wir haben hier am Stand einige Geräte, also ich glaube ziemlich alle Gerätetypen, die hier abgebildet sind. Holt euch ein vernünftiges Gerät, wer billig kauft, kauft zweimal. Die Preislage fängt so bei 120 Euro an, bei dem Radio City oder Tutera, Revetis. Holt euch lieber was Vernünftiges als so ein Mist, ihr ärgert euch und die anderen Funkkollegen nur überflüssig damit. Zweite Spezifikation nach dem Etsy-Standard. Was brauche ich jetzt erstmal an physikalischen Voraussetzungen neben der Frequenz? Das ist noch der Color Code. Das kann man ungefähr mit im FM-Bereich mit dem CC-CSS-Code vergleichen. Wenn ich jetzt zwei Relais habe, die relativ nah beieinander stehen auf der gleichen Frequenz, möchte ich ja nicht, dass die sich gegenseitig stören. Somit ist es im FM-Bereich üblich zu sagen, okay, das eine Relais hat den Color-Code 123, das andere 154 und somit ist zwar der Kanal belegt, aber die gehen halt nicht auf. Das findet hier über den Color-Code statt. Das heißt, habe ich am Gerät die Frequenz eingestellt und den Color-Code 1 und ich habe das Relais 1 mit dem Color-Code 1 in Reichweite, dann empfängt das mein Signal und kann es auch weiter verarbeiten. Bei Color-Code 2 funktioniert das nicht, wenn das Relais auf der gleichen Frequenz verarbeitet, aber auf Color-Code 2 programmiert ist, hört es mich nicht und das Signal geht nicht durch. Ist bei Überreichweiten oder Relais mit exponiertem Standort hin und wieder der Fall. Sollte man unbedingt darauf achten, wenn man jetzt ein Relais bei sich ins Codeplug programmiert und sich wundert, wieso geht das nicht, guckt beim Color Code mal nach, das ist meistens der größte Fehler. Dann brauche ich noch Kontakte. Ist ein bisschen anders wie im FM-Bereich. Da kann man sich vielleicht irgendwelche Speicherkanäle einprogrammieren. Hier brauche ich noch Kontakte wie auf dem Handy. Es gibt zwei Kontaktgruppen. Einmal die Private Call ID und dann einmal die Group Call ID. Die wird nachher noch wichtiger, weil die Kontakte, die ich hier ablege, wandern nachher noch zum einen in die RX-Liste und einmal in die TX Talk Group. Was das ist, erkläre ich auch gleich noch weiter. Talk Group. Was ist eigentlich eine Talk Group? Eine Talk Group ist eigentlich ein virtueller Chatraum, wenn man das so auf Internetgeschichten überträgt. Das grüne sind HF-Übertragungen, das blaue sind IP- oder Internet-Hamnet-Übertragungen. Ich habe jetzt ein Gerät und ich sende in der TX, in der Sendetalk-Group mit der 262, gehe an meinen Repeater, der hängt an dem Deutschland-Master, in dem Fall ist jetzt der 261 in der Regel im Brandmeisternetz. Und das Signal wird dann über IP an andere Repeater weitergeleitet, die eben halt auch diese gleiche Talk Group abonniert haben und wird dort wieder in HF umgesetzt auf die RX Talk Group 262. Das heißt, ich muss in meinem Codeplug in der Empfangsliste auch diese Talk Group 262 haben. Also ich muss durchgängig die 262 haben, um auch nachher ein Signal empfangen zu können. Das sind jetzt die Bausteine, die ich alle brauche, um einen Kanal zu programmieren, um überhaupt senden und empfangen zu können. Das heißt, ich brauche meine Frequenz, ich brauche den Timeslot 1 oder 2, den Color Code in der Regel 1, gibt auch Abweichungen, die TX Talk Group auf Basis des Kontaktes und die RX-Liste auch auf Basis der Kontakte, die ich angelegt habe.
Diese RX-Listen können mehrere Talkgroups enthalten, aber auch nur begrenzt. Ich habe es so gemacht, dass ich zwei RX-Listen erstellt habe in meinem Codeplug, jeweils eine für Timeslot 1 und eine für Timeslot 2. Es gibt eine... Gut, komme ich gleich zu. Jetzt habe ich einen Kanal. Diesen muss ich jetzt noch in eine Zone packen. Das ist alles ein bisschen verwirrend, weil der ganze Kram aus dem Betriebsfunk kommt. Dort wurden in der Regel nur eine Handvoll Kanäle gebraucht. Deshalb wurden Zonen geschaffen, um mehrere Kanäle unterzubringen. Früher war es so, dass ich nur 16 Kanäle in eine Zone bringen konnte. Heute hat sich das geändert. Deshalb, weil es einen Drehschalter oben gab, der nur 16 Positionen hatte, deshalb konnte man damals nur 16 Kanäle in eine Zone packen. Hat sich heute zum Glück geändert. Man kann die Tasten vorne programmieren und kann da, ich glaube, bis 64 oder sowas mittlerweile oder 250 mittlerweile auch reinpacken. Habt ihr bis hierhin irgendwo Fragen oder wollt ihr mal genauer noch irgendwas wissen? Eigentlich ganz einfache Frage, gibt es sowas wie eine Direktverbindung auch oder ist das immer infrastrukturgebunden in dem DMR? Nee, es gibt auch Direktverbindung, das ist der Direct Mode. Ich kann also auch direkt mit meinem Gesprächspartner kommunizieren, wenn ich die Frequenz habe. Kann ich dir gerne dann nachher nochmal zeigen am Gerät, wie man das programmiert. Ist aber auch möglich, wie ganz normal im FM auch miteinander zu kommunizieren. Es gibt da noch ein paar andere Fallstricke, was auch diese Talkgroups betrifft, dass man da spezielle auswählt, die auch generell überall als Direct-Mode-Talkgroups gehen. Aber klar, das nutzen wir auch regelmäßig. Das funktioniert wunderbar. Da ist noch... Bei den Repeatern. Meldet sich das Endgerät dann bei dem Repeater an und abonniert der Repeater dann die Receiver-Gruppen, die dieses Endgerät haben möchte, für sich, oder? Nee. Der Repeater wird einmal administriert über das Brandmeister-Dashboard in dem Fall und da wird dann gesagt, okay, das sind die statischen Talkgroups, die pro Timeslot zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt eine Talkgroup abonnieren möchte, die jetzt nicht an diesem Repeater anliegt, dann muss ich aktiv diese einmal triggern. Also das Gerät, es gibt keine bidirektionale Verbindung, wo das Gerät sagt, hallo, ich bin da und ich hätte gern dieses oder jenes, sondern ich muss aktiv als Endkunde sozusagen sagen, das möchte ich haben, wenn es nicht schon standardmäßig eingerichtet ist. Es gibt in der Regel, komme ich gleich nochmal dazu, hier bei den Talkgroups, werde ich gleich noch ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Timeslot 1 und Timeslot 2, der de facto eigentlich technisch nicht mehr da ist, aber nur noch eine logische Trennung ist. Ich gehe gleich noch mal drauf ein, eher. So, und zwar haben wir hier die Trennung noch zu Timeslot 1, ist eher überregional. Ich habe in der Regel, die deutschen Repeater haben meistens die 262 als Standard Talkgroup auf Timeslot 1 gelinkt. Es gibt noch die 91 oder die 92, also wir hatten hier jetzt gestern öfter mal die 91 abonniert gehabt. Da hört man natürlich den weltweiten Traffic, der da drüber läuft, ist manchmal ein bisschen nervig. Wir hängen zum Beispiel auch unter der Timeslot 1 normalerweise, die Chaoswelle. Es gibt noch sogenannte Tactical Talk Groups. Wenn ich jetzt eine kleine Gesprächsrunde haben will und sage, ah, ich muss jetzt nicht hier die ganze Region stören, weil ich jetzt ganz Hessen oder ganz Deutschland beschallen will, um mich halt wie im Amateurfunk üblich über meine Krankheiten vor meinem Dackel zu unterhalten, dann kann ich hier eine Tactical Talk Group aufmachen, das ist eine dynamische. Ich gehe jetzt also auf die 26200 oder die 99, wähle diese aus aus meinen Kontakten oder über die Tastatur, achte darauf, dass es der Call auf Group Call steht, drücke einmal die PTT,
Dann connectet sich der Repeater, den ich gerade angefunkt habe, per IP an den Master und sagt hier, ich hätte gerne jetzt die und die Talk Group. Und diese wird dann per IP logischerweise und logisch auch an den Repeater gelinkt und ist dort verfügbar in dem entsprechenden Timeslot. Also ich muss immer aktiv sagen, wenn nicht standardmäßig schon das anlegt, das will ich haben, das muss ich pollen. In Timeslot 2 ist das Ganze eher regional organisiert. Es gibt den Cluster, da gehe ich gleich nochmal drauf an. Dann gibt es die, okay, Reflektor, alles klar, die Talkgroup 9. Das ist alles lokal, das geht nicht aus dem Repeater raus, außer bei Reflektoren, gehe ich gleich auch noch drüber ein, drauf ein. Dann gibt es noch die Bundesländer, die sind durchnummeriert von 2620 bis 2629. Und dann noch einmal den Parrot, um zu schauen, ob ich denn irgendwie überhaupt rausgehe, ob mein Gerät irgendwie sendet oder nicht. Und dann gibt es noch Gateways in andere Netze. Aber das ist nur so ein Konstrukt im Kopf. Jede Talkgroup kann über jeden Timeslot abonniert werden. Das ist nur so eine logische Verknüpfung. So Timeslot 1 eher überregional, Timeslot 2 eher lokal. Cluster. Was sind jetzt Cluster? Cluster ist ein Verbund aus Repeatern auf logischer Ebene. Das ist jetzt einfach nur ein Konglomerat aus verschiedenen Repeatern aus einer Region, die ich jetzt mit der Talkgroup 8, da muss ich nichts weiter machen, ich sende einfach auf Talkgroup 8 und alle drei weiteren Repeater gehen auf Sendung, sobald ich dort auf dem unteren linken mein Signal reinsende. Ein zweites Gerät, der jetzt sich auch in dem Clusterbereich befindet, kann dann auf Talkgroup 8 meinen Ruf hören und wir können drüber quatschen. Cluster haben aber auch externe Talkgroup-IDs. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier in Leipzig und möchte mit meinen Buddies aus Frankfurt quatschen, kann ich sagen, wenn ich jetzt die Talkgroup 8 aufrufe, dann bin ich ja hier irgendwo in einem Cluster und komme hier nur lokal raus. Ich rufe jetzt hier die 26262 auf. Damit verbindet sich der Repeater hier per IP mit dem Cluster und mein Ruf geht dann an alle vier Repeater, die in Frankfurt stehen und die zwei könnten mich dann hören. Aber um es noch ein bisschen weiter zu verwirren, das Ganze, haben wir noch Reflektoren. Das ist wieder nur ein logisches Konstrukt. Reflektoren gehen über die Talkgroup 9, die eigentlich nur lokal war, aber mittlerweile auch über virtuelle Chaträume, wie die Talkgroups organisiert sind, finden im Brandmeisternetz eigentlich nicht wirklich Verwendung. Wird hauptsächlich im DMR Plus Netz verwendet. Hier ist es so, dass alles über die Talkgroup 9 abgewickelt wird. Also ich brauche keine weiteren Talkgroups in die RX-Liste packen. Ich brauche keine weiteren Talkgroups zu beachten, wenn ich jetzt senden will. Ich mache alles über die 9. Ist natürlich praktisch. Hat aber auch den Nachteil, dass mehrere Gespräche darüber laufen könnten. Also ich rufe jetzt zum Beispiel die 4001 auf. Dann wird mein Repeater dynamisch an diesen Reflektor 4001 gelinkt. Alle Gespräche, die jetzt in den Reflektor 4001 stattfinden, gehen über den Repeater an mein Gerät über die Talkgroup 9. Soweit einfach. Mit der 4000 kann ich jetzt sagen, oh, ich will da jetzt nicht mehr mithören, ich komme jetzt aus dem Bereich raus, ich will nicht mehr, droppe ich praktisch diese Verbindung und die Talkgroup 9 ist wieder frei. Und ich könnte jetzt sagen, ich höre mal in die 4002 rein. Funktioniert ganz gut. Das Problem ist jetzt, wenn ich wenn jetzt der Nächste auf den Repeater sich schaltet, nicht hört, ob da irgendwie was Traffic auf dem Repeater ist, sagt, ich will jetzt die 4003 hören, passiert Folgendes, die Verbindung zu 4002 wird abgebrochen und die Verbindung zu 4003 wird established. Ist blöd für mich, weil dann meine Verbindung weg ist, aber der Kollege sagt, oh ja,
Ich kann jetzt auf der 4003 senden. Das ist der Nachteil an Reflektoren. Ich muss halt immer vorher wissen, ist das Ding verbunden oder nicht? Und wenn ja, mit wem ist es verbunden? Das kann ich jetzt hier über den Private Call 5000 machen. Diese Private Calls sind einfach nur kleine Trigger. Das heißt, ich gebe die 5000 auf der Tastatur ein, wähle Private aus, drück mal kurz die PTT, warte, bis der Repeater mein Signal empfangen hat, lass los und dann geschieht entweder dieses 4000 mit Disconnect oder jetzt die 5000. Dann kriege ich eine Voice Message von mit dem Inhalt verbunden mit Reflektor 4003 in dem Fall. Das heißt, es ist guter Hamspirit, wenn ihr wisst, dort sind Reflektoren, ich will Reflektor arbeiten, auch im DMR Plus Netz. Geht auf den Repeater, lauscht erstmal, drückt dann vielleicht mal die 5000 und dann wisst ihr, okay, die Talk Group 9 ist jetzt mit 4003 verbunden. Wenn dort kein Traffic herrscht, dann kann man sagen, okay, ich droppe die Verbindung und verbinde mich dann mit dem Reflektor, den ich gerne hören würde. Damit das Ganze im Brandmeisternetz geschmeidig läuft, gibt es noch den Self-Care-Bereich. Der ETSI-Standard schreibt zwar einiges vor, wie die Datenpakete auszusehen haben, aber Hytera und Motorola haben da noch so ein bisschen was Eigenes dran gebastelt. Um diesen Basteleien gerecht zu werden, hat Brandmeister den Self-Care-Bereich eingerichtet. Dort kann ich auswählen, was für Geräte ich überhaupt habe. Hytera Kenwood, Standard ETSI, Motorola Chinese Radio oder Rainbow RF Finder. Probiert damit rum. Wenn ihr Probleme habt mit SMS-Senden oder irgendwelchen Funktionalitäten, meistens liegt es daran. Kann man ändern per Dropdown-Menü und innerhalb von Sekunden ist das dann live. Also gerade bei SMS ist das ein Problem. Man kann übers Brandmeisternetz SMS verschicken. Wenn man da was Falsches eingestellt hat, bekommt man nur ein paar Klötzchen zurück und wundert sich, warum funktioniert das nicht? Scheiß Brandmeisternetz. Meistens ist es die Einstellung dort. Es geht auch APRS mittlerweile sehr gut über Brandmeister. Also wenn ich durch die Lande kutschiere und mein DMR-Gerät mitlaufen lasse und einen Brandmeister-Repeater in Reichweite habe, kann ich sagen, welche SSID ich in APS-FI praktisch getrackt haben will, unter welcher ID, den Intervall, welches Icon und noch einen Statustext. Der Heinz mit seinem LKW. Dann gibt es noch die Funktion In-Call GPS. Verursacht manchmal Probleme bei Repeatern, die eine ältere Firmware haben. Diese Funktion ist jetzt irgendwie mit der V8 oder sowas bei Hytera reingekommen. So werden, in dem Fall werden, sobald ich ein valides GPS-Signal am Gerät empfange, diese mit in den Datenstrom reingepackt und mein Gegenüber kann mit der neuesten Firmware sehen, der ist so und so viel Kilometer entfernt und die in die Richtung. Ist ein nettes Feature, verursacht aber manchmal, wie gesagt, bei älteren Repeatern Probleme. Kann man am Gerät in der Regel ausschalten. Auch noch so als Tipp, wenn man gegenüber sagt, du hörst dich total verklötzelt an und ich sage, der Repeater, den habe ich in Reichweite, schalte dieses Feature am Gerät aus. Kann ich im Brandmeister-Dashboard auch nochmal ausschalten, aber besser ist es, wenn ich direkt am Gerät ausschalte und überhaupt gar kein Mist übers Netz übertragen wird, bevor ich da irgendwelche Frickeleien mache. Ich erwähnte schon die SMS. Es gibt zwei wichtige SMS-Nummern, also Service-Nummern, die ich nutzen kann im Brandmeisternetz. Das ist einmal die 262993. Die bietet die Dienste Help, Echo, Wetter, also WX und Meta und GPS. Help sollte selbsterklärend sein. Ich kann also hinter jede Funktion einfach nochmal einen Help schieben und dann kommt per SMS zurück, wie ich das Ganze dann bediene. Wetter, wenn ich einfach nur einen WX schicke, dann bekomme ich das Wetter irgendwo aus dem Netz gezogen zum Standort des Repeaters. Ich kann aber auch noch meinen eigenen Standort abfragen oder wie das Wetter, ich glaube, auch von einem Kollegen ist. Also wenn ich ein Rufzeichen angebe, das müsste ich nochmal probieren. Metadaten sind die, wie sie zum Beispiel beim Flugwetter verwendet werden. Also wer das lesen kann, der kriegt dann noch ein bisschen mehr Informationen raus. Und GPS kann ich meine Position, wo ich gerade bin,
praktisch einmal nach APRS pushen und sagen, hier, da bin ich gerade. Dann gibt es noch die 26294. Das ist der Repeater-Status. Da kann ich abfragen, welche Talkgroups statisch und dynamisch gerade an diesem Repeater in welchem Timeslot abonniert sind. Das heißt, ich sende einfach einen Repeater, also einen RPT, an diese SMS und bekomme dann eine SMS oder zwei zurück mit der Info, Timeslot 1 ist Dynamic Linked 2 und Static Linked 2. Damit habe ich schon mal einen Überblick zu sehen, ich muss jetzt nicht mal extra triggern, dass diese Talkgroup hier an dem Repeater verfügbar ist. Tut zwar nicht weh, aber es ist eine ganz nette Spielerei. Und ich kann die POXAG-Messages verschicken. Das Dubnet oder POXAG, das sind diese Skyper, die es bei eBay noch manchmal gibt, die kann man auf Amateurfunk umbauen. Da gibt es auch ein Netz in Deutschland. Da haben wir so einen. Perfekt, danke. Also da gibt es genug Anleitungen, wie man das Ding abgleicht auf die Amateurfunkfrequenzen und kann sich hier irgendwelche Nachrichten abonnieren. Also wie damals im Skype, halt für Amateurfunk. Vielen Dank. Und ich kann halt auch einem Empfänger dann eine Nachricht als SMS von meinem DMR-Gerät zukommen lassen. APRS erwähnte ich schon. Das zum Laufen zu bringen, hat mich am Anfang ein bisschen Nerven gekostet, aber mittlerweile gibt es auch ganz gute Anleitungen im Netz. Man muss im Codeplug, also das ist jetzt alles auf Utera bezogen, weil damit kenne ich mich aus. Bei den anderen müssten wir halt mal probieren, wenn ihr da Probleme habt, dann können wir gerne am Tischrechner probieren. Also man muss einmal die Control Center ID, wie es jetzt heißt, von 262999, früher hieß das Ganze im Codeplug RRS und GPS Radio ID, die muss man dort eintragen. Dann muss GPS natürlich eingeschaltet sein, die Compression muss off sein und der Trigger, wenn ich mich im Auto befinde, vielleicht ein bisschen weiter Entfernung oder man sollte halt das Netz nicht mit GPS-Barken fluten, wie das halt auch ganz normal im analogen Bereich ist. Das hängt immer davon der Nutzung ab. Das kann man aber im Codeblock einstellen, ob das Time or Distance und Time and Distance ist. Da muss man halt gucken, was seinen Profilen am besten entspricht. Dann muss man, wenn man einen Kanal programmiert, wo der Timeslot, der Color Code und das Ganze gesetzt wird, muss das Häkchen bei IP Multisite Connect on sein. Und ganz wichtig ist, GPS Revert Channel muss das Selected sein. Weil das ist für den Codeplug die Information, wie sollen die Daten vom GPS-Empfänger ins Netz übertragen werden. Da kann man im Prinzip alle Kanäle auswählen, die ich angelegt habe. Das muss auf Selected stehen, damit das auf dem gleichen Kanal passiert, auf dem ich gerade bin. Was auch geht ist, das habe ich letztens schon probiert, das funktioniert mittlerweile echt gut. Ich kann APRS-Messages hin und her schicken, also APRS-Droid unterstützt ja auch Messages. Ich schicke einfach eine SMS an die 262999 mit dem Call, komplett groß geschrieben, das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht, minus SSID und danach die Message. Das ist sofort im APRS-Messaging vorhanden, die Nachricht, und ich kann darauf antworten. Also das ist einfaches Ping-Pong, das funktioniert echt gut. Irgendwelche Fragen bisher zu irgendwelchen Punkten davon? Traut euch ruhig, könnt auch zwischendurch unterbrechen. Wie ist es beim beim APRS mit der Frequenz? Du musst aber immer auf dem entsprechenden Repeater, sage ich mal, sein. Du hast nicht eine Frequenz, wo du durchweg senden kannst, ne? Genau, das ist der Nachteil davon. Ich muss immer auf einer Frequenz sein, die auch gerade von einem Brandmeister-Repeater abgedeckt wird. Also wenn ich keinen Empfang habe, geht auch natürlich das GPS-Datenpaket nicht raus. Also leider nicht wie im analogen Bereich, dass ich sage, okay, ich drehe mal die Sendeleistung ein bisschen hoch irgendwo und ein iGate wird mich schon hören. Ist hier leider nicht so. Ich muss sicherstellen, dass ich gerade eine Verbindung zu einem Repeater habe, ja. Mikro? Nee, nur ob die Folien schon im Netz stehen. Welche was? Ob die Folien schon im Netz stehen. Achso, die Folien auch nicht. Das kommt nachher auf meine Seite. Da werde ich auch noch Fragen dann von euch mit einarbeiten, aus Feedback.
aus Betriebsblindheit, da ist aber, ich habe da einen anderen Blick drauf, von daher würde ich die noch erweitern und kommt auf meine Homepage dann. Link ist dann auch hinten drin und ich habe noch ein paar Karten da, wer sich mein Rufzeichen nicht merken kann, dem kann ich auch gerne noch mal eine Karte geben. Ich erwähnte den CPS-Programmer. DL5MCC, der Klaus, hat da so ein ganz nettes Tool gebaut. Wer schon mal DMR-Geräte programmiert hat, weiß, was das für ein Krampf ist. Gerade diese Software, ja, man muss halt diese ganzen Kanäle anlegen, die Zonen anlegen und man kann halt nicht sagen, ah, wie im Analogbereich, ah ja, ich wechsle halt mal die Frequenz. Ist nicht. Ich muss jede Frequenz einzeln anlegen, wenn ich die haben will und jeden Repeater. Deshalb hat der Klaus ein Tool geschrieben, was als Input eine CSV-Datei nimmt und meine die GUI von dem CPS fernsteuert. Das heißt, der übernimmt das Mausklicken und die Dropdown-Felder füllt er aus und die Textfelder. Ich kann diese CSV-Datei mir generieren lassen, das zeige ich gleich noch, oder ich lasse mir eine, also mit dem Programmer direkt, oder ich hole mir eine aus dem Netz. Da hat der DO1JG auch so eine Karte gebaut und dann kann man sagen, ja, ich möchte die Repeater aus der Region, ist ein bisschen komplexer das Ganze, ist aber recht selbsterklärend. Aktuell unterstützt das Teil eine ganze Reihe von Geräten bzw. von Programmersoftware. Die ganzen CSI-Geräte, Tyteras, Revetis, die Hyteras sind alle dabei. Das funktioniert einwandfrei. Also ich mache damit meine ganzen Codeplugs. Läuft auch gut in der VirtualBox im Hintergrund auf einer Windows-Maschine, also braucht leider Windows, aber VirtualBox in den Hintergrund geklickt und dann lass laufen, kein Problem. So sieht das Teil aus. Ist recht selbsterklärend auch, diese Zahlen in den Klammern oben ist die Reihenfolge. Also das ist auch wirklich für Anfänger gedacht. Erst werden die RX-Gruppen angelegt, dann werden Scan- und Roaming-Listen angelegt, danach werden die Channel angelegt und danach werden die Gruppen befüllt. Wenn da Interesse besteht, kann ich das Tool gerne nochmal ein bisschen näher erklären. Man kann da auch an den INI-File-Parametern ein bisschen schrauben, aber muss man jetzt nicht unbedingt. Ich kann mir auch eine ganze Liste von Kanälen automatisch generieren lassen. Die kommen dann hier unten als CSV-Output raus. Man kann hier sagen, ja, welcher Color-Code und die Frequenz, Start und Ende, Channel-Spacing und das ist ein bisschen komplexer. Ist aber auch recht praktisch, wenn man sagt, ah, ich brauche jetzt alle FM-Kanäle, will ich jetzt mir mal einprogrammieren, die für Repeater sind. Start, Ende eingetragen, Spacing und gib ihm. Dann habe ich gleich eine Liste, die ich direkt in den CPS-Programmer einladen kann und habe meine FM-Kanäle zum Beispiel programmiert. Ich kann euch gerne jetzt mal zeigen, was ich damit gebaut habe. Ich habe einen Codeplug gebaut, wer es noch nicht kennt, der VFO-like ist, also wie beim analogen Gerät, kann ich praktisch drüber drehen und in 12,5 kHz Abständen von Kanal zu Kanal springen. Ich habe jeweils zwei Einträge pro Frequenz, einmal für Timeslot 1 und einmal für Timeslot 2. APS ist bei mir auch drin, da braucht ihr also auch nichts mehr rum zu fummeln, das funktioniert out of the box. Und in der neuesten Beta-Version sind auch die Cluster, soweit sie zu diesem aktuellen Stand bei Brandmeister verfügbar waren, ist ja auch eine dynamische Geschichte, soweit drin. Da muss man halt selbst gucken, ob die Cluster, in denen ich mich bewege, noch aktuell sind. Da kann man dann auf dem Brandmeister-Dashboard sagen, okay, ich schaue mir auf die Cluster-Liste die Member an und sehe dann, wer ist denn Member und die kann ich dann noch manuell in diese Liste hinzufügen. Kann ich dann gerne erklären, es wird auch noch ein kleines How-To dazu auf der Homepage geben. Ja, ich habe jetzt hier mal, packen wir mal alle rein. Ja. Diese 1750 Hertz, ja. Die gibt es in DMR auch noch, oder? Nein, wie ist die das? Gibt es in DMR nicht. Das ist nur für die analogen Kanäle.
ist auch ein bisschen fummelig einzubauen, das Ganze. Deshalb habe ich es direkt im Codeplug mit drin. Kommt aber gleich noch. Ich habe noch eine Folie für die FM-Kanäle. Da ist es mit dabei. Aber die brauchst du nicht mehr. Du triggerst das Ganze über den Color Code und die Talk Group. Aber da brauchst du keinen 1750 Hertz mehr. Ja, mein Codeplug umfasst jetzt 38 Zonen, also von 37 Zonen mit Repeatern, digitalerweise. Das Ding ist weltweit einsetzbar. Also da sind schätzungsweise 80% aller Repeater im Brandmeisternetz mit abgefrühstückt weltweit. Das sind jetzt die verschiedenen Ablagen, -7,6 oder -9,4, wie wir es hier in der Region 1 hauptsächlich haben. +9,4, +5 oder +1,6. Ich glaube, ich habe sogar für die Schweden, die haben glaube ich 2 MHz irgendwo Spacing nochmal, die habe ich auch nochmal mit aufgeführt, die sind aber nicht im Codeplug, die sind irgendwo extra nochmal. Also das sind so die Bereiche, jeweils mit 430 bis 39,587, das ist der Bandplan in Deutschland. Es gab schon Stimmen, bloß nicht diesen Codeplug verwenden, der ist gefährlich, weil da Frequenzen außerhalb des Bandplans sind. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe geschrieben, es ist für Europa bzw. für weltweit. Es gibt andere Regionen, die haben halt andere Bereiche. Ich kann nur darauf nochmal hinweisen, der die PTT-Taste drückt, ist dafür verantwortlich, dass es passt. Also ihr solltet euch trotzdem nochmal vergewissern, dass das, was ihr da eingestellt habt, auch passt. Gut, man sollte ja wissen, dass das ja nur Vorgaben sind und keine... Das ist die -7,6 Megahertz sind ja nicht von der Bundesnetzagentur vorgegeben. Richtig, genau. Also das ist ein Bandplan, an dem wir deutsche Funkamateure zum Beispiel im DARC selbst verpflichtend dazu bereit erklärt haben, diesen einzuhalten. Sobald ich mich im gesetzlichen Rahmen in dem Frequenzbereich finde, der dem Amateurfunk zugeteilt ist, kann mir im Prinzip keiner erstmal was. Das ist ganz klar, ja. Aber aus Hemspirit sollte ich trotzdem darauf achten, was ich denn da drücke. Wie gesagt, FM habe ich auch mit drin. Dirk, ganz kurz. Wobei, wenn du einen Repeater aufbaust neu, dann gibt die Bundesnetzagentur dir schon diese 7,6 oder 9,4 vor, ne? Aber halt, du weißt, weil es vereinbart wurde. Du könntest auch sagen, ich will dass ich aus technischen Gründen 5 MHz nehme. Und dann wird dir die B-Netz sagen, okay, dann machen wir das so, wenn da die Frequenz offen ist. Also. Ja, danke. Ja, also in meinem Codeplug habe ich auch noch die 1750 Hertz drin. Wer es heute noch braucht, also die wenigsten Repeater haben es noch. Aber ja. Ja, da kann man dann ganz normal VFO-like in den 7 Zonen von 438-300 bis 439-5875 sich durchdrehen. Die einzelnen Zonen sind jeweils 100 Kilohertz. Das heißt, ich habe Zone 1 100, also 438-300 bis 400 und an der nächsten Zone dann die 400 bis 500 jeweils. So ist das Ganze gestaffelt. Und auch nochmal die 9,4 Ablage negativ. So, da habe ich jetzt aus Faulheit dieses Codeplug habe ich eigentlich nur gebaut und diese Seite, weil ich zu faul war, jedes Mal mir die Repeater rauszusuchen für die Region, wo ich hinfahren will. Ich habe jetzt mich direkt per API an Brandmeister angezapft und an DMR Plus, an das Motorola-Netz und ziehe da jede Stunde die aktuellen Repeater raus, pumpe die bei mir in der Datenbank, bereite die ein bisschen auf und präsentiere die dann über die URL. Wenn ihr die Seite aufruft, es gibt auch eine Android-App mittlerweile, fragt die erstmal ab, will die Position abfragen. Wäre natürlich praktisch, wenn ihr dann sagt, ja, darfst du. Ich mache damit nichts Böses. Ihr bekommt dann, wenn ihr die Abfrage erfolgreich akzeptiert habt, so eine Liste. Die ist sortiert nach Entfernung. Ein bisschen farblich sortiert. Grün ist Brandmeister, blau ist DMR+. Da befindet sich vorne dieses Zonen- und Kanalraster. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt hier mit DB0LE funken, habe ich Zone 17 und Kanal 13.
Das sieht in meinem Codeplug so aus. Das ist der Zonenname, Z17. Hier sieht man 439,5 minus 7,6. Dann weiß ich, okay, ich bin jetzt hier 439,575. Da kann ich schon mal gucken. Das ist der Bereich, der passt. Und die Ablage passt auch. Ah, das ist ein bisschen abgestimmt, aber ich denke, das sieht man. Der Kanal sieht dann folgendermaßen aus. 17C13, das heißt Zone 17, Channel 13. Und hier ist dann nochmal die Frequenz. 9,575. Das heißt, ich kann mir aus dem Zonen- und dem Kanalnamen nochmal die Frequenz komplett zusammenbauen und habe jeweils einen Eintrag für Timeslot 1 und für Timeslot 2. Und wenn ich in Reichweite bin, drücke ich auf die PTT und gucke, ob der Repeater mich hört. Hoffentlich. Und online ist. Ja, ich bin jetzt soweit am Ende schon angekommen. Ich hatte mit ein bisschen mehr Fragen gerechnet, deshalb noch ein bisschen mehr Luft. gibt es sonst noch Fragen allgemein zum Codeplug oder zu DMR Basics? Das eine Mal hast du gesagt, dass du dynamisch die Strecke speierst oder die Talkgruppe quasi abonnierst. Wie lange hält es dann oder wie lange muss man das dann wiederholen? Das hängt vom Repeater ab. Das kann ich also als Administrator selbst wählen, diesen Hangtimer. Mhm. In der Regel sind es so zwischen 5 oder 10 Minuten. Das ist so ein Daumenwert. Okay. Das ist aber individuell. Das zweite wäre noch jetzt der Unterschied zwischen Brandmeister und DMR Plus. Ist mir jetzt auch nicht immer so ganz klar, was für Unterschied ich habe, wenn das Relais nur DMR Plus kann. Ja. Habe ich dann Brandmeister auch oder nicht? Nein. Oder, genau. Also, da DMR an sich aus dem Betriebsfunk kommt, wird diese komplette IP-Infrastruktur, die sich dahinter verbirgt, mit dem Routing, diese Funktionalitäten, mit den SMS und sowas, wird von Funkamateuren, in dem Fall hier von Rudy, PD0ZRY unter anderem, das ist ein holländischer Kollege, mit dem ich sehr viel Kontakt hatte, das ist ein Programmierer, selbst geschrieben. Das sind also diese Master-Software, die wird komplett von Funkamateuren geschrieben. Und ich als Relaisbetreiber, wir haben hier auch einen unter uns sitzen, also falls ihr da spezielle Fragen habt. als Relaisbetreiber sage, okay, ich hänge meinen Repeater jetzt in das Brandmeisternetz und bin dann dort glücklich. Das Problem ist halt noch ein bisschen politisch, also die zwei mögen sich nicht so gerne, wird zwar momentan versucht wieder zu kaschieren, aber jeder weiß es. Es gab mal eine Bridge, dass man sagt, okay, egal ob ich jetzt im Brandmeister oder im DMR Plus Netz bin, ich kann mit meinen Buddies in anderen Netzen über eine Bridge Talk Group oder Reflektor trotzdem reden, wurde wieder eingerissen, weil Mimimi, man kennt das. Also wenn ich jetzt bei mir nur einen DMR Plus Repeater habe und meine ganzen OV-Kollegen quatschen auf Brandmeister, habe ich relativ wenig Möglichkeiten, das zu machen, außer ich hole mir so einen Hotspot nach Hause. Da gibt es mittlerweile auch sehr schicke Lösungen, auch für Nerds und Bastler. Die DV-Mega-Geschichte, da gibt es so ein Add-on-Board auf dem Raspberry Pi und da kann ich so eine eigene Software drauflaufen lassen. Das Ding macht irgendwie 30 Milliwatt. Oder einen OpenSpot haben wir hier zu Genüge. Können wir gerne noch mehr live dann mit rumspielen. Da hast du auch so eine Möglichkeit zu sagen, ah, ich habe nur ein C4FM-Gerät. Ja, blöd, das Ding kann aber auch bridgen. Das heißt, ich kann mit dem DMR, also ich kann mit dem C4FM-Gerät im DMR-Netz teilnehmen und umgekehrt oder ein D-Star-Gerät. Alles, was irgendwie digital quatscht mit dem MP2-Codec, kann das Ding umsetzen. Weil im Prinzip nur die Hülle geändert wird, ob es jetzt ein DMR ist oder ein D-Star. Ein Punkt gibt es da aber noch. Es gibt mittlerweile eine Software, die läuft auf dem Raspberry DMR Gateway. Um das Ganze noch zu verkomplizieren, gibt es dann neben den Reflektoren, den Clustern, den Talkgroups nochmal diese Software. Das heißt, der Admin kann dann sagen, ja, auf Timeslot 1, da läuft dann der Brandmeister und auf Timeslot 2, das Ding hänge ich in DMR Plus.
Und diese Bedienungen sind natürlich dann etwas konträr und verwirrt den Einsteiger dann komplett. Und er feuert dann meistens das Gerät in die Mülltonne oder meldet mich und fragt dann Hilfe. Da war noch eine Frage? Ja, zu den direkten Gesprächen. Ja. Wie, wenn ich jetzt mit dir reden möchte, ich sitze irgendwie in Augsburg, du sitzt hier in Leipzig, reicht es dann, wenn ich einfach quasi deine ID wähle? Ja. Das heißt, du hast dich dann quasi, wenn du ein Gerät anschaltest, schon dann doch irgendwie an so einem Computer registriert, oder? Nicht ganz. Ich muss mich einmal registrieren, indem ich mich kurz mal melde, damit er das Routing herstellen kann, damit er weiß, über welchen Repeater ich einsteige. Also ich drücke einfach mal die PTT, sag, ah, hier bin ich, dann weiß der Master, ah, alles klar, der hängt ist über meinen Master angebunden oder über einen anderen Master. Ich kann also auch direkt Gespräche von DMR zu DMR-Endgerät führen. Aber beide müssen sich halt einfach einmal irgendwie eingeklinkt haben, aber aktiv halt. Aber das funktioniert, ja. Und wie ist es jetzt mit dem Logging zum Beispiel? Oder was wird da alles? Ich meine, wird dann daraus auch irgendwie so ein automatisches Logbuch generiert? Oder wie offen ist quasi dieses Netzwerk anhand von Informationen, wer mit wem geredet hat, welche Leute in welchen Gruppen sind, in der Hinsicht her? Das wird im Prinzip alles mitgeloggt. Brandmeister gibt die Last Heard Liste. Da kann man sich aktuell laufende Gespräche direkt anzeigen lassen. Man kann auch nach seiner ID oder der ID des Partners suchen. Das kann man alles sehen. Es gibt also aber kein aktives Logging, dass man sagt, wie bei HDR-Log oder sowas. Ich habe jetzt mit dem QSO geführt, ich schicke dem jetzt mal eine Karte. Das muss man selbst noch alles triggern und sich raussuchen. Man kann das aber hier heranziehen, um zu suchen. Des Weiteren gibt es beim Brandmeister noch die Möglichkeit, sich per Audio-Stream hörend anzuflanschen. Man kann dann eine Talkgroup auswählen und dann kann man live reinhören, was denn da so über diese Talkgroup gesprochen wird. Das wird außerhalb von Deutschland aufgezeichnet, in Deutschland Datenschutz wird es nicht aufgezeichnet. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo man da rankommt. Es gibt bestimmt irgendwelche Seiten, wo man es downloaden kann, aber in der Regel wird es gespeichert, ja. Wenn ich reinhören kann, kann ich auch übers Internet reinsprechen? Nein, nicht. Okay. Da brauchst du wieder spezielle Hardware für. Da war noch eine Frage. Um nochmal auf das Timeout zurückzukommen. Du sagtest, du hast ja auch eine private Erreichbarkeit über deine eigene ID. Ja. Gilt da dieses Timeout dann quasi auch? Also das heißt, du musst dich dann alle 5 Minuten melden, um dann... Nein, das geht nur darum, zu wissen, wo du das letzte Mal gehört wurdest, und solange du dich auf diesem Repeater befindest, oder er nimmt praktisch jedes Mal den Repeater, wo du das letzte Mal gehört wurdest, als Exit sozusagen. Das heißt, du musst dich nicht jedes Mal automatisch registrieren oder sowas. Also du meintest jetzt auf Basis dieser Direct-Gespräche, oder? Oder? Ja, genau. Ja. Ja. Nee, also er nimmt immer den letzten Repeater, wo du dich eingeloggt hast, mit dem du gesprochen hast. Da sagt er, ja, alles klar, über den schickt er das HF-Signal raus. Da musst du dich nicht nochmal neu einloggen oder sowas. Das heißt jetzt also auch, wenn du jetzt dein Gerät das letzte Mal vor einer Woche in München angehabt hättest und ich jetzt dich anfunke, kommt in München irgendwo dann das HF-Signal raus. Möglicherweise, ja. Aber da ist dann kein Gerät mehr. Das kann passieren, ja. Okay. Es gibt dann noch, im Channel kann man noch ein RRS-Channel angeben. Das heißt, da kommuniziert dein Gerät mit dem Repeater, wie denn die Verbindung ist und dass du da bist. Wird eigentlich aus dem Betriebsfunk eher genutzt. Das kannst du da einstellen, würde ich aber sagen, sollte man nicht tun, weil es die ganze Zeit Traffic verursacht. Also das siehst du an deinem Gerät, es versucht die ganze Zeit mit dem Repeater zu quatschen, verursacht unnötig Traffic und verringert die Akkuleistung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, naja, wenn ich das einschalte, dann weiß das Netz immer, wo ich gerade bin. Aber wenn ich hin und wieder ein bisschen aktiv bin, dann ist das kein Problem. Danke. Ja. Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, eine Frage noch. Es kann ja sein, dass so ein Repeater, dass der Timeslot quasi belegt ist mit einer Talkgroup, die ich nicht abonniert habe. Ja. Wie kriege ich das mit? Gibt es so ein Besetzzeichen oder irgendwas in der Art? Also wenn du
diese Talkgroups in deinen Kontakten in der RX-Liste für diesen Timeslot hast, dann siehst du das. Ja. Dann siehst du auf deinem Display, jo, da ist gerade Traffic auf der 26223. Wenn du aber diese Talkgroup nicht bei dir drin hast, dann siehst du, da ist irgendwas, dann leuchtet bei Hytera das Lämpchen grün, da ist irgendwie Traffic. Wenn du dann senden willst, dann sagt dann der Repeater, ist nicht, du kommst hier nicht rein. Also du kriegst praktisch ein Besetzzeichen, ja. Und diese Erreichbarkeit, wenn ich dann jemanden quasi direkt anwähle, dann könnte es ja auch sein, dass sein Dienst quasi besetzt ist. Genau, ja. weil der Timeslot gerade belegt ist, keine physikalische Ressource frei, Pech gehabt. Kommt das vor? Also jetzt einfach, ich weiß nicht, wie das Nutzungsszenario ist. Ja. Ja. Ja, also ich auch meine Codeplugs sind nicht ganz vollumfänglich, hundertprozentig sauber. Das heißt, ich habe nicht alle Talkgroups drin, es gibt so viele Talkgroups. Es kann dir passieren, dass du halt dass irgendjemand aus dem Ausland hier gerade ist und sagt, ah, ich möchte jetzt Südindien hier abonniert haben. Die Talkgroup habe ich natürlich jetzt nicht bei mir drin. Und du siehst halt, oh, da ist belegt. Und ich kann nicht senden. Da ist halt irgendwo anders Traffic drauf. Es gibt bei den günstigeren China-Geräten eine alternative Firmware, die schaltet in den Promiscuous-Mode und da kriegst du alles mit. Dann siehst du einfach direkt, ah, da ist die Talkgroup gerade aktiv, aber bei den teureren leider nicht. Dann siehst du halt nur, geht nicht. So, war noch... Ne? Mal eine Frage zur Effizienz von diesen Timeslots. Zwei Timeslots ist jetzt nicht sonderlich viel, was ich an... also ich kann ja quasi nur zwei Talkgroups gleichzeitig besprechen. Richtig. Du hattest auf Talkgroup 1 zum Beispiel die weltweite Talkgroup drauf. Wird die grundsätzlich ausgesendet, wenn da Traffic drauf ist oder nur wenn ich ein Funkgerät habe, was auch gerade auf dem Repeater ist und diese Talkgroup beschaltet hat? Das hängt nicht vom Funkgerät ab, sondern vom Repeater. Wenn der Repeater diese Talkgroup abonniert hat, sei es jetzt dynamisch, weil irgendjemand mal gesagt hat, oh, ich habe mal auf die PTT gerückt, oder der Relaisbetreiber, jo, ich will die dauerhaft hier haben, dann ist da Traffic drauf, ja. Also letztendlich, wenn ich auf einem Repeater, also ich kann mir vorstellen, dass auf der weltweiten Talkgroup halt relativ viel Traffic ist, wenn ich die auf einen Repeater draufschalte, dann ist der quasi dicht auf diesem Timeslot. Ja. Also, ja, wenn effektiv. Irgendwo ein Netz gerade sagt, ja, wir treffen uns jetzt alle mal, wir machen jetzt Check-in, dann ist da halt mal eine Stunde lang dicht. Also die Repeater entscheiden jetzt nicht oder wissen jetzt nicht, welche Talkgroups ein Funkgerät geschaltet hat und senden dann halt auch nur die Talkgroups aus. Genau. Okay. Genau. So. Gut, wir müssen leider Schluss machen. Falls noch Fragen sind, wir sind hier vorne am Socializing-Tisch von der Chaoswelle. Und kommt einfach auf uns zu, es sind genug Leute da, die sich auskennen und ich lege auch gleich nochmal Karten raus, also wer nochmal sich mein Rufzeichen nicht merken kann oder die URL, der kann gerne was mitnehmen.